Niki, sind Sie wach? Schon wach? Hi, gibt's was Wichtiges? Gute Nachrichten zum Frühstück. So früh schon? Was denn? Niki, Sie werden an der Prüfung teilnehmen. In genau 2 Stunden und 50 Minuten. Boswell hat gerade angerufen. Man hat beschlossen, Sie aufgrund Ihrer hervorragenden Leistungen ohne große Formalitäten noch mit reinrutschen zu lassen. Man umgeht die üblichen Anforderungen und prüft Sie wie einen Polizisten aus einem anderen Bundesstaat, der sich hier bewirbt. Ich bin quasi aus einem anderen Bundesstaat. Der Haken ist nur, wenn Sie die Prüfung heute verpatzen, müssen Sie ein Jahr warten, bevor Sie wieder zugelassen werden. Da mache ich mir überhaupt keine Sorgen. Dann trinken Sie das. Das macht munter. Sie müssen ein 3-Monats-Pensum in 2 Stunden drauf haben. Sie tun ja so, als wäre ich ein Grünschnabel auf diesem Gebiet. Ich hoffe nur, dass Sie es hinterher nicht bereuen, wenn Sie nämlich durchfallen und noch ein Jahr warten müssen. Da muss ich eben ran, sonst hätten Sie alles umsonst für mich durchgeboxt. Habe ich mich eigentlich schon bei Ihnen bedankt? Die meisten Leute schließen ihre Jalousien, wenn sie abends ins Bett gehen und nicht, wenn sie morgens aufstehen. Originelle Angewohnheit. Ich bin nun mal anders als die meisten Leute. Ist zufällig etwas Besonderes da draußen, was Sie vor mir verheimlichen wollen? Sagen Sie, sind Sie von Natur aus so misstrauisch? Oder hat das was mit mir zu tun? Gratuliere. Mit beidem haben Sie recht. Oh, verzeihen Sie mir. Ich liebe Abkürzungen. Schon früh am Morgen ausgeritten? Nein. Ist zu neblig für mich heute. Aber ich hoffe, die Sonne kommt heute noch raus. Hm? Ich weiß nicht, was schlimmer ist. Dieser dauernde Nebel oder das Waisenhaus dort drüben. Dieser Anblick deprimiert mich immer wieder aufs Neue. Ich glaube, die Kinder da drüben im Waisenhaus sind noch viel deprimierter, Ma'am. Wir haben darüber gesprochen, was weglaufen bedeutet, nicht wahr, Derek? Ja, Ma'am. Gott sieht alles und Gott weiß alles. Und Gott hat diesen Ort als dein Zuhause bestimmt. So lange, bis er Eltern für dich gefunden hat, die dich adoptieren, wirst du bei uns bleiben. Wir sind deine Familie. Du hast dich einzufügen. Gewiss, Ma'am. Weine nicht, Derek. Du bist ein großer Junge. Ja, Ma'am. Ich weine nicht. Ist das von meinem Vater? Der hat sein eigenes. Das ist ein Geschenk. Wer bekommt das? Ich weiß nicht. Ich pack das ein. Gehen Sie an die Tür, danke. Ja? Das ist bestimmt Eden. Ihr Vater wollte Sie zum Frühstück einladen. Toll. Guten Morgen. Guten Morgen, mein Kind. Also, wir bekommen Besuch zum Frühstück? Ja, wen denn? Oh, Patricia hat das eben erwähnt. Ich wollte eigentlich deinen Bruder und deine Schwester einladen, aber sie waren auf der Party so schnell verschwunden. Es gefällt dir nicht, das sehe ich doch. Was soll mir nicht gefallen? Mein Geschenk. Die Polo-Ausrüstung, die du ramponierst, seit ich hier bin. Die ist für mich? Ja. Die ist für dich. Ich baue das Team neu auf. Aber nicht ohne dich. Was hältst du davon? Ein Artikel über dich. Eden Castillo. Reporterin für KSB-TV. Nach brisanten Themen wie Jugendbanden und Obdachlosigkeit greift sie in einer neuen Sendereihe das Thema Kinder, die in Heimen leben, auf, dargestellt am Profil des Kinderheims von Santa Barbara. Das Heim wurde durch die römisch-katholischen Diözese wiedereröffnet. Seit 1985 bietet es eine Heimstatt für Waisenkinder und für Kinder, die von ihren Eltern verlassen wurden. Die überregionale Bedeutung dieses Heims verdankt diese Stadt dem Engagement von Derek Griffin. Ist doch merkwürdig. Ich mache diesen Mann populär. Er wird nur erwähnt. Das Thema hast du aufgegriffen. Sag das nicht so laut. Du weißt ja, dass mein Nachrichtendirektor das Thema nicht haben wollte. Er wollte einen Bericht über die Schickerie, die diese armen Kinder durch ihre Operngläser betrachtet. Das bedeutet dir sehr viel. Ja. Ich muss natürlich immer an unsere beiden Kinder denken, wenn sie in einem Heim wären. Das würde niemals passieren. Unsere Familie würde sich davon kümmern. Wir haben Glück und das weißt du genauso wie ich. Aber es kann immer etwas passieren. Diese Kinder kommen nicht aus dem Nichts.
Das möchte ich zeigen, wo sie herkommen, was sie bewegt. Halt das durch. Weißt du was? Ich liebe dich. Ich liebe dich auch. Wer kann denn das sein, so früh am Morgen? Ein Fan von dir. Da könnte ich weg. Ja, aber sag ihm, dass ich schon weg bin, okay? Hallo? Ja, Vic? Wie bitte? Warten Sie mal, die habe ich da. Mein Gott. Wieso hat mich niemand informiert? Das muss ich erst von Ihnen erfahren? Der Mann hat uns viel angetan, meiner Frau und meiner Familie. Und jetzt wollen Sie ihn rauslassen? Sagen Sie, haben Sie vielleicht noch von früheren Prüfungsthemen Aufzeichnungen? Nein, und ich glaube auch nicht, dass Ihnen das helfen würde. Vielleicht erzähle ich den Prüfern, dass ich vorher Nonne war. Ob das hilft? Ich war zum Beispiel erst Polizist und dann Priester. Ach ja? Das war mir neu. Und vielleicht waren Sie vorher in der Fremdenlegion. Sie sind so ein Typ. Nein. Oder Sie haben vielleicht am Broadway gesungen und vorher, da waren Sie... bei der Marine. Nein. Und dann haben Sie eine große amerikanische Novelle geschrieben und vorher... Nein. Warum machen Sie sich über meine Vergangenheit lustig, hä? Ach, das ist nur Neid, weil meine Vergangenheit so langweilig gewesen ist. Naja. Ich konnte mir in meinem Leben nie was anderes vorstellen, als Polizist zu sein. Deswegen verstehe ich nicht, dass das jemand aufgibt. Ja. Das wäre eine zu lange Geschichte für heute Morgen. Wieso? Sie haben mich hier im Nachthemd vor sich, noch völlig müde. Wenn Ihnen das nicht genug Vertrauen einflößt, um mir Ihre Lebensgeschichte zu erzählen, dann weiß ich auch nicht. Denken wir lieber an die Prüfung. Sie waren ein guter Polizist. Jedenfalls war ich unvorsichtig. Das sind wir alle manchmal. Nicht jeder. Wollen wir die Prüfung nicht zusammen machen? Sie setzen sich einfach neben mich. Was halten Sie davon? Sie machen die Prüfung und ich könnte mogeln. Sie machen bestimmt nichts falsch. Nein, damit mögen Sie recht haben, aber das müssen Sie leider alleine schaffen. Eigentlich denke ich, dass es besser für Sie wäre, noch zu warten. Kalifornische Gesetze können sogar kalifornische Rechtsanwälte verwirren. Ich werde es schon schaffen. Wenn ich was nicht weiß, erfinde ich was. Ich werde mich schon irgendwie rausreden. Ja, das können Sie ganz gut, jedenfalls bei mir. Ich weiß im Moment nicht, was Sie damit sagen wollen. So, und wer ist Markus? Raus mit der Sprache. Er ist ein Freund, das wissen Sie doch. Ein Polizist und genau wie Sie aus Mexiko. Ja, wieso kommen Sie ausgerechnet jetzt auf Markus? Er steht auf der anderen Straßenseite und beobachtet uns. Wie Ihr Liebhaber sieht er nicht gerade aus, aber ich kann mich natürlich irren. Vielleicht sind Sie ja derjenige, der hier den Romeo gibt, hm? Wo ist es denn? Was? Was soll das? Ich wollte eigentlich nur nachsehen, ob Sie als Priester unterwegs sind, um meinen Lebenswandel auszuspionieren. Wie kommen Sie denn darauf? Lassen wir das. Sie haben wirklich nicht mehr viel Zeit, um sich vorzubereiten. Gut. Also dann lassen Sie mich jetzt allein. Ich will endlich in Ruhe meine Bücher studieren. Okay, danke Michael für den Kaffee und die Donuts. Keine Ursache. Sie finden mich auf der anderen Seite des Flurs, wenn ja, Sie mit mir reden wollen. Ja, sehr witzig. Danke. Sie haben mir sehr geholfen. Sie machen sich sofort an die Arbeit. Ja, sicher. Was hat er gewollt? Kannst du mich nicht mal für eine Stunde in Ruhe lassen? Wäre das vielleicht möglich? Nun sag schon, was gibt es Neues? Ich bin auf der Liste, ich mache die Prüfung heute. Du brauchst mich also nicht weiter zu belästigen. Thank you.
Also, was sagst du? Ja, es steht dir natürlich viel besser als mir damals, Kätzchen. Oh, du magst es ja nicht mehr, wenn ich Kätzchen zu dir sage. Doch, ich mag es. Eigentlich habe ich es schon manchmal vermisst. Weshalb nimmst du mich eigentlich in das Team? Als du noch klein warst, konntest du nie genug davon bekommen. Deswegen... Naja, ich glaube, viele Leute wären gern in deiner Mannschaft. Du hast keine Lust? Doch, doch. Pass mal auf. Falls du nach Hintergedanken suchst, es gibt keine, ganz bestimmt nicht. Ich bin hier allein mit dir in diesem großen Haus und wir sind uns in der letzten Zeit sehr fremd geworden. Du verschließt dich. Du bist sehr kühl zur ganzen Familie. Wenn es einen Grund dafür gibt, dann kann man doch miteinander reden, Kelly. Daddy, ich habe einfach eine schlechte Phase. Wenn ich da wieder raus bin, ich möchte doch bloß zur Familie gehören. Es tut mir doch auch so leid. Du weißt, wie sehr ich dich liebe. Das solltest du nicht vergessen. Weißt du noch, damals, als du das getragen hast, hm? Ja, mein erstes Spiel, das werde ich nie vergessen. Du warst erst 12. Du musstest mich retten, weil mein Fuß im Steigbügel hängen geblieben war und das Pferd mich hinter sich hergeschleift hatte. Ich hatte damals eine schwere Rückenzerrung, aber du warst gerettet. Du hattest überhaupt keinen Kratzer. Und geweint habe ich auch nicht. Trotzdem hast du mit dem Pferd weiter trainiert. Du wolltest am besten spielen. Ich war stolz auf dich. Sehr sogar. Und werde es immer sein. Habe ich dich nun überzeugt, mitzumachen? Wie kann ich jetzt noch Nein sagen? Wenn Hunt jetzt frei rumläuft, muss Kelly das wissen. Er war schon mal hinter ihr her. Noch ist er nicht draußen. Ich muss erst mal sehen, was los ist. Formfehler bei der Verhaftung. Das ist doch ein Trick. Ich glaube, ich verschiebe das Interview im Kinderheim. Ich muss Kelly erreichen. Das wäre nicht gut. Sie würde das nur wieder als Einmischung betrachten. Das glaube ich nicht. Ich mache das über den offiziellen Weg vom Büro aus. Wenn nur Robert wieder hier auftauchen würde, ich glaube, dann wäre das ganze Problem gelöst und sie wäre glücklich. Als Hunt noch im Gefängnis war, bestand wenigstens noch die Möglichkeit, dass er... Ich rede Unsinn. Das ist wahr. Meinst du, Roberts Rückkehr wäre wirklich die Lösung für Kellys Probleme? Wenn ich mehr weiß, rufe ich dich an. Ist gut. Sowas nennt man zweite Flitterwochen. Oh, Liebling. Das ändern wir. Ich bringe heute Abend ein paar Fische mit. Die nimmst du doch so gerne aus. Das wäre doch ein romantischer Abend. Na gut, dann wirst du einen Bären in deinem Bett vorfinden. Das wollte ich schon immer. Bis dann. Mach's gut. Cruz. Es wird nicht passieren, dass wir vor Hunt Angst haben müssen, oder? Wenn es nach mir geht, dann bleibt Hunt sowieso in Haft. Sie können Craig Hunt von mir ausrichten, dass die Zelle für ihn reserviert bleibt. Für das nächste Mal. Dauert hoffentlich nicht lange. Übrigens, wenn Sie mich fragen, ich würde in Zukunft an Ihrer Stelle etwas wählerischer sein mit meinen Klienten. Da haben Sie recht. Ich hoffe, Ihrer Frau geht es besser. Sie ist vor einiger Zeit entlassen worden. Das war ja eine tolle Szene mit Mrs. Timmons im Polo-Club. Wiedersehen. Ich störe mal wieder. Tut mir leid, ich war... War heute nicht dein Einkaufstag? Ah, ja. Ich kenne ja deine Version von meiner Freizeittherapie. Das hättest du mit einem Kunstgewerbekurs billiger haben können. Ich war doch nur der Meinung... dass du zu oft allein bist. Du grübelst zu Hause nur rum. Ja, ich weiß. Um einen Job kann ich mich nicht bewerben. Meine freiwillige Arbeit ist mir verboten, weil Michael Dunnelly mich... Ach, hör doch auf. Gibt es etwas, das du vielleicht wirklich möchtest, außer nur dich selbst zu bedauern? Ja, natürlich. Ich will Geld. Das ist es doch, was man von uns kleinen Ehefrauen erwartet. Die Männer nach Geld fragen, das Konto überziehen, ein bisschen bummeln gehen, aber die Männer dürfen... Hier, bitte, kannst du alles ausgeben. Hauptsache, du bist den ganzen Tag beschäftigt. Was hast du denn heute? Du bist offensichtlich schon sauer auf mich gewesen, bevor ich überhaupt hier war. Rate mal. Vielleicht wegen gestern. Wie kommst du denn darauf? Ich denke, du hast den ganzen Abend gelesen. Hat Gina dir was erzählt? Hat sie dir verraten, dass deine verrückte Frau gestern Abend eine Szene gemacht hat vor allen Leuten?
Nein, Gina hat nicht gepetzt. Aber ich kenne die Geschichte auch so. Ich kann mir an 5 Fingern ausrechnen, was los war. Ich habe jetzt zu tun, entschuldige bitte. Na und? Ich war gestern Abend im Polo-Club. Du sagst doch immer, ich muss jetzt unter Menschen gehen. In Wirklichkeit bin ich dir völlig egal. Okay. Du hattest im Büro zu tun und ich wollte mal ausgehen. Ich wollte mir selbst und dir beweisen, dass ich den Leuten wieder ins Gesicht sehen kann. Diesen Klatsch, den man sich über uns beide zuflüstert, den musste ich endlich aus der Welt schaffen. Das kann doch nicht ewig so gehen. Und ich wollte mit dir darüber reden. Ich hatte mir eingebildet, du bist dann stolz auf mich. Denkst du, es ist mir leicht gefallen, in den Club zu gehen? Zuerst wollte keiner mit mir reden. Also habe ich den ersten Schritt gemacht. Es war komisch, denn als ich die erste Hürde überwunden hatte, da habe ich gemerkt, dass sie mich gar nicht so schlecht finden. Für dich hört sich das lapidar an, aber es war eine wichtige Erfahrung für mich. Ich hatte nicht an Gina gedacht und unglücklicherweise, sie war leider angetrunken. Und sie hat geweint und hat erzählt, wie schrecklich du sie behandelt hast und dass alles meine Schuld war. Und dann hat sie ihren Champagner über mich geschüttet. Ich gebe ihr nicht die Schuld, um Gottes Willen. Nein, Gina hat allen Grund, mich zu hassen. Und als das passiert war, wusste ich, es war ein Fehler. Und ich wusste, was du sagen würdest, wenn ich dir davon erzähle. Es ärgert mich nur, dass sie darüber gesprochen hat. Zu mir hat sie gesagt, ihr hättet seit Wochen keinen Kontakt mehr, dass alles vorbei wäre zwischen euch. Ist das wahr? Nichts anderes habe ich dir auch gesagt. Oh Gott. Wie konnte sie dir das nur antun, wenn sie dich wirklich geliebt hat? Das bringt wirklich nur diese Gina fertig. Sie hat dich bloß gewollt, weil sie wusste, dass du mich liebst. Aber sobald ihr klar war, dass du nur mit mir zusammenlebst, weil... Es tut mir leid, Liebling. Es tut mir sehr leid. Ich weiß, das muss sehr... sehr schmerzhaft für dich sein, darüber zu reden. Und ich möchte, dass du wie früher bist. Dass du glücklich bist. Wenn nicht mit mir, dann mit einer anderen. Das Essen ist fertig, wenn du kommst. Und hepp. Wollen Sie zu mir? Nein, zu Niki. Was hat sie sich jetzt eingebrockt? Ach, die Polizeiaufnahmeprüfung. Heute? Ja, ich konnte Vic dazu überreden, mal eine Ausnahme zu machen. Das wundert mich. Da könnten Sie recht haben. Ich habe ein unstillbares Bedürfnis, Leuten zu helfen, auch wenn es aussichtslos erscheint. Ich frage mich nur, warum Sie nicht den Test machen. Das wäre schon lange fällig. Das hat heute schon mal jemand gefragt. Und Ihre Meinung? Es beschäftigt mich schon, aber im Augenblick bin ich noch nicht so weit. Wenn Sie soweit sind, sagen Sie mir Bescheid, hm? Na, wie war's? Gut, ja, eigentlich erstaunlich. Ja, man sieht's Ihnen an. Ich weiß nicht, bei uns in Mexiko ist das alles irgendwie leichter. Haben Sie dich nach deiner doppelten Staatsbürgerschaft gefragt? Ich habe sogar die Geburtsurkunde meiner Mutter dabei. Sie wurde in San Antonio geboren. Hier, siehst du an. Wenn Sie es akzeptiert haben, reicht mir das. Das ist nett von dir. Hey, werden Sie nicht so frech. Sie müssen vielleicht mal mit dem Mann arbeiten. Kann ich mir nicht vorstellen. Naja, jedenfalls bin ich nachher endlich zum mündlichen Test dran. Ich überlege noch, ob ich vorher durchbrenne. Was denkst du, ob ich eine Chance habe? Ich wünsche dir Glück. Gehst du ein paar Fragen mit mir durch? Das würde Ärger geben. Ach, das merkt doch keiner. Oh, das hätte ich wissen müssen. Du sitzt wahrscheinlich auch im Prüfungsausschuss. Ja. Das fehlt mir noch. Na ja, wenn ich zu sehr schwimme, dann könntest du mir vielleicht einen kleinen Rettungsring zuwerfen, oder? Fairness ja, aber nicht mehr. Dann sei eben fair. Hallo, Vic. Hi, geht's gut? Vic, ich glaub das einfach nicht. Er wird gerade nach oben gebracht.
Unglaublich. Wer? Craig Hunt soll entlassen werden. Sein Anwalt trickst. Ausgeschlossen? Das kann doch nicht wahr sein. Der Mann hat auf mich geschossen. Ich will wissen, was hier vorgeht. Ich klemme mich dahinter. Könnten Sie Ethan schon vorwarnen? Ja, klar. Ich bin dann im Fernsehen? Ja, wenn du damit einverstanden bist. Werde ich dafür bezahlt? Nein, das wohl nicht. Aber viele Leute werden dich im Fernsehen in der Sendung sehen und vielleicht möchtest du ihnen etwas Wichtiges sagen. Ich wette, Helly findet das super. Tja, also machst du mit? Klar, fangen wir an. Gut, also du guckst in die Kamera und dann erzählst du mir, was du dir wirklich am meisten auf der ganzen Welt wünschst. $1 Million. Und hast du noch mehr Wünsche? In einem großen Haus zu leben, mit vielen Hunden. Du hast Hunde gern? Ja, weil sie dich nie hängen lassen. Das sind super Freunde, weil die nie lügen. Aber Menschen lügen? Wenn sie Kindern nicht die Wahrheit sagen wollen, wenn sie was falsch machen oder sowas. Das merke ich genau. Und immer sagen sie, nein, das stimmt nicht. Wollen wir darüber sprechen? Weiß nicht. Sie haben über Briny gelogen. Wer ist Briny? Das war mein Hund. Und er war mein bester Freund. Ich hatte ihn gefunden und ihn immer gefüttert. Aber dann ist er krank geworden. Sie haben ihn mir weggenommen. Er ist nicht wiedergekommen. Und als ich gefragt habe, haben sie gesagt, der Tierarzt pflegt ihn, bis er gesund ist. Vielleicht... Er kommt nicht wieder. Vielleicht ist er weggelaufen. Sie sind genauso. Ich weiß, Briny ist tot. Aber niemand sagt die Wahrheit zu mir. Sie lassen mich eben warten. Warum sagen sie denn nichts zu mir? Ich bin doch schon groß. Wieso lügen die Erwachsenen? Na ja, vielleicht weil sie dir nicht wehtun wollen. Aber ich finde es viel schlimmer, nichts zu wissen. Ich warte auf was, das nie kommt. Auf Briny. Und darauf, dass mich jemand aufnehmen wird, so wie ich damals Briny aufgenommen habe. Mrs. Castillo, ich würde sagen, das reicht für heute. Ich erinnere mich an Sie. Hallo, Buck. Würdest du mich mit Mrs. Castillo einen Moment allein lassen? Ja. Wir sehen uns nachher. Danke, Buck. Du warst wirklich gut. Okay, war toll. Derek, wieso haben Sie das Interview abgewürgt? Tja, als ich noch in diesem Waisenhaus war, gab es noch keine Fernseher. Und das war gut so. Wir konnten nicht einfach auf Knopfdruck glückliche Menschen sehen. Wenn ich etwas falsch gemacht habe oder Sie vielleicht verletzt habe, dann können Sie mich ruhig kritisieren. Ich will nicht, dass Ihnen eine perfekte Bildschirmwelt vorgegaukelt wird. Denn falls Sie nicht bekommen, was Sie sehen, werden Sie vielleicht irgendwann damit nicht mehr fertig. Und was mich stört, dass Kinder erleben müssen, dass über Sie mit mitleidiger Frömmelei gesprochen wird. Aber nein, das habe ich wirklich nicht vor. Ich verspreche mir sehr viel von diesem Bericht. Auch Sie haben Ihre Kindheit in diesem Heim verbracht und haben es dennoch geschafft. Diese Kinder sollen wissen, dass sie genau dieselbe Chance haben wie Sie, Derek. Durch so einen Bericht könnte man Menschen, die Kinder gern haben, bestimmt dazu... Das sind Illusionen, bitte. Sie würden damit den Kindern nur falsche Hoffnungen machen. Glauben Sie wirklich, dass ältere Kinder und vor allem Farbige eine Chance haben, adoptiert zu werden? Ich habe das im Heim doch erlebt. Die Leute wollen nur ein weißes, neugeborenes Kind zu sich nehmen. Das wissen Sie genauso gut wie ich. Ihnen, Buck hat recht. Es ist besser, man hilft ihnen, mehr Vertrauen zu sich selbst zu bekommen. Man muss ihnen dann nur den einen oder anderen Weg zeigen, um zu überleben. Das ist die Realität für Heimkinder. Alles andere wäre nur falscher Trost. Ich möchte, dass meine Zuschauer das hören. Danke, wir haben genug Sendezeit gehabt. Der Bericht würde aber dadurch außerordentlich gewinnen. Sie sind auch in einem Heim aufgewachsen und so wären Sie vielleicht ein Vorbild für die Kinder. Nein, nein. Ich will lieber, dass Sie begreifen, an sich selbst zu glauben, nicht an mich oder an irgendjemand anderen. Ja, ich verstehe das gut. Das kann ich mir nicht vorstellen. Mitleid und Verständnis sind verschiedene Dinge. Ja, wenn man im Fernsehen sowas sieht, dann hat natürlich jeder Mitleid. Aber Sie sind Reporterin. Sie sind ganz anders aufgewachsen. Ihnen fehlt das Verständnis, darüber zu berichten. Verflucht! Was geht hier vor, Ethan? Ich weiß, wie Sie sich fühlen. Wie ich mich fühle, ist völlig egal. Hans' Verhaftung ist sauber gewesen. Nicht vorschriftsmäßig. Der Officer hat seine Rechte verletzt. Kelly und Rick hätten ihn damals nicht auf diese Weise identifizieren dürfen. Und damit arbeitet sein Anwalt jetzt natürlich. Ich meine,
Ich kann nicht einschreiten. Sie würden doch für jeden Gericht gewinnen. Sogar der Beamte hat inzwischen seinen Fehler zugegeben. Wir drehen Däumchen und er wird entlassen. Der Mann hat auf meinen Vater geschossen. Er hat meine Frau gekidnappt. Er hat mich an einen verdammten Scheunenpfahl gefesselt. Für was weiß ich wie lange. Was muss er noch anstellen, um hinter Gittern zu bleiben? Soll er die Stadt in die Luft sprengen oder einen von uns umbringen? Wenn Sie denken, ich sitze hier ganz ruhig und warte, bis was passiert, dann irren Sie sich. Cruz. Hallo, Castillo. Lange nicht gesehen. Wie geht's der Familie? Hände weg, verdammt, Castillo. Ich werde Sie... Sie wollen also reden, Hunt. Ethan, hören Sie zu. Das bisschen Dreck hier vor meiner Nase will auspacken. Ein widerliches, großes Stück Dreck, das auch noch verdammt schlecht riecht. Hier mieft's bloß nach Bulle, Mann. Nein, das sind Sie. Ich gebe Ihnen mal einen Tipp, Hunt. Wenn Sie hier abpfeifen, dann beeilen Sie sich damit, damit Sie schnell die Staatsgrenze erreichen. Wenn Sie in Santa Barbara bleiben, dann bin ich überall, an jeder gelben Ampel, auf jedem Parkplatz im Hintergrund. Ich verfolge Sie, bis ich Sie endlich festgenagelt habe. Und was ich tue, glauben Sie mir, das mache ich gründlich. Wie behandeln Sie einen bewaffneten Verdächtigen, der einen Zivilisten als Geisel benutzt? Ich verhandle. Und wie? Was würden Sie denken? Entschuldigung. Sie sollen uns von Ihren Fähigkeiten überzeugen, Miss Alvarez. Es geht nicht um blindes Vertrauen. Was tun Sie, wenn ein Verdächtiger Sie mit einer Waffe bedroht? Ich muss für mich klären, wie die Situation ist. Ich versuche, ihn abzulenken, zu entwaffnen und ihn dann möglichst schnell festzunehmen. Und was muss gewährleistet sein? Die Sicherheit der uns umgebenden Zivilisten. Zu wem können Sie Vertrauen haben? Zum Partner. Gut. Danke, Miss Alvarez, das war's. Wirklich? Also, wie war ich? Sie werden in etwa 2 Wochen schriftlich benachrichtigt. Wir machen 5 Minuten Pause. Okay, klar. Danke. Klingt, als wart ihr ziemlich hart. Ist ja wohl auch ein harter Job, oder etwa nicht? Ja, richtig. Ich habe angenommen, Sie möchten, dass ich Nikki genauso teste wie jeden anderen Kandidaten auch. Sie scheinen etwas besorgt. Ich weiß nicht. Ich wollte keinen Gefallen auf dieser Ebene. Ich wollte nur faire Testbedingungen. Sie ist noch nicht so weit. Sie hat es doch gesehen. Sie würde zuerst schießen und dann denken. Nein, Schwester, nein. Das Heim ist anders als damals. Schwer zu sagen. Für mich bleibt es immer so, wie es in meiner Kindheit war. Es ist wunderbar renoviert, Schwester. Ich bin froh, dass die Kirche das Heim übernommen hat. Ich weiß noch genau, wie es war, als dieses Haus hier noch privat geführt wurde. Ohne Liebe. Ohne Engagement. Ihre Freigebigkeit hat das bewirkt. Und wenn wir irgendetwas tun können, um es zurückzuzahlen. Ja, da gibt es tatsächlich etwas. Es betrifft mich persönlich, geschäftlich. Ich würde Sie gern um einen Gefallen bitten. Nikki?
Sie haben einen Schlüssel oder ist das etwa ein Einbruch gewesen? Ich wollte Niki nach ihrer Prüfung überraschen, aber was machen Sie hier? Offene Türen machen mich misstrauisch. Wie interessant. Kein Einbrecher weit und breit. Auf Wiedersehen, Freundchen. Niki braucht aber noch eine Weile. Ach, wirklich? Sind Sie ihr Vater oder was? Ich habe sie im Polizeirevier getroffen. Ist das wahr? Im Polizeirevier? Ja. Gut, Freundchen. Ich hab das nicht so gerne, wenn man ihr zu nahe tritt. Ach, Niki hat mir erzählt, sie beide wären nur Freunde. Auch Freunde sind eifersüchtig. Und Bekannte wie ich sind eben misstrauisch gegenüber Freunden. Weshalb sind sie misstrauisch? Da gibt's so einiges. Niki geht es auf die Nerven, dass sie immer um sie rumhängen. Sie ist nur ein bisschen höflicher als ich. Deshalb hören Sie mir jetzt mal genau zu, mein Freund. Sie verziehen sich, Finger weg von der Braut. Und hören Sie mit der Schnüffelei auf. Drohen Sie mir? Oder habe ich Sie da gerade nur missverstanden? Wer weiß das schon? Ich weiß in 5 Minuten alles, was ich eventuell über Sie wissen will, ohne blöde Fragen zu stellen. Also seien Sie lieber vorsichtig. Oder legen Sie es drauf an. Tja, die Gesetze, nicht wahr, Mr. Bezirksstaatsanwalt? Bleiben Sie auf dem Teppich, Mr. Hunt. Sie sind frei, aber Sie können genauso gut bald wieder drin sein. Und das nächste Mal unterlaufen uns keine Formfehler, mit denen Sie dann pokern können. Aber Sie müssten mich erst mal kriegen. Bestimmt. Es gibt eine Menge Leute, deren Hobby Sie sind. Und noch etwas. Falls Sie alt werden wollen, kann ich Ihnen nur raten, schieben Sie lieber ab. Ich bin entlassen. Schenken Sie sich den Rest. Sie wissen genau, was ich gemeint habe. Ja. Schon verstanden. Kann ich jetzt gehen? Schwester, könnte ich Sie einen Moment sprechen? Es gibt da ein Problem. Die Aufnahmen, die wir von Buck und den anderen Kindern haben, sind leider zu dunkel geraten. Wir müssten leider noch mal drehen. Ich befürchte, das muss ich ablehnen. Ich verstehe Sie nicht. Ich hatte von Anfang an meine Vorbehalte. Die Befürchtung, das würde die Kinder zu sehr aufregen, hat sich bestätigt, vor allem bei Buck. Aber als ich mich mit Buck unterhalten habe, schien er sogar Spaß daran zu haben. Er war Buck doch nicht... kann sich benehmen, aber er ist sehr betroffen von der ganzen Sache. Und ich möchte Sie bitten, weder ihn noch die anderen Kinder weiter zu befragen, damit sie nicht verunsichert werden. Ah, interessante Kluft für ein Spiel. Wer sagt, dass ich spiele? Doch nicht. Ihr Vater ist doch ein überzeugender Mann. Tja, dann muss ich Ihren Dickkopf unterschätzt haben. Und ich schlage Sie auch noch fürs Team vor. Sie haben das gewollt. Sind Sie überrascht? Nein, nein. Cici nimmt an, dass Sie spielen. Mein Vater hat denselben Dickkopf wie seine Tochter. Dafür schenkt er mir sein Trikot. Na also, und warum ziehen Sie es nicht an? Weil ich noch Zeit habe. Sie sind sehr flink beim An- und Ausziehen, nicht wahr? Sie haben mich gestern Nacht überrascht. Sie brauchen sich nicht dafür zu schämen. Das war eine Langweiler-Party, aber durch Sie kam ich dann doch noch auf meine Kosten. Ich habe gern ausgeholfen. Im Ernst. Und wohin soll diese Unterhaltung führen? Zum Polofeld, hoffe ich. Nein, ganz bestimmt nicht. Ich habe keine Lust mehr. Mein Vater wird das sicher verstehen. Jetzt sind Sie gekränkt. Und das hat nichts mit Ihnen zu tun. Oh, schade. Zu verletzen ist wohl Ihr Hobby. Nein. Einfluss nehmen. Dann gehen Sie zu den Ponys. Kelly. Wer spielt bei den Keppels am besten? Innerhalb oder außerhalb des Feldes? Egal, wie Sie wollen. Wir haben alle unsere Stärken. Aber wenn Sie meinen Vater fragen würden, wieso? Sie wirken, als müssten Sie sich was beweisen. Sie Ponypsychologe, Sie. Ich kann es mit Ihnen aufnehmen. Und vor Ihnen muss ich wohl nichts beweisen. Eden? Ich hätte gedacht, Ihr wahrer Gegner wäre Ihr Vater. Ja, er ist auch einer, der gern Leute beeinflusst. Nehmen Sie sich lieber in Acht. Klare Treffer, oder?
Du musst mir nichts beweisen. Ich weiß, was du kannst. Was soll's? Leider triffst du nicht die Entscheidungen. Das machen leider die Typen, bei denen man Bücher auswendig lernen muss. Aber ganz Unrecht hatten sie nicht. Du warst nicht in Form bei der Prüfung. Ich nehme an, du warst nicht richtig vorbereitet. Du warst zu hastig. Du hast geredet und danach hast du erst gedacht. Ich hatte kaum Zeit nachzudenken. Die hast du da draußen auch nicht. Ach, Inspektor, wir haben zusammen einen Fall gehabt. Habe ich da versagt? Ich weiß, was zu tun ist. Ich bin dafür nicht geeignet, solche dummen Fragen zu beantworten. Das ist doch bescheuert. Das, was zählt, ist die Straße. Da musst du überleben. Und wir beide wissen das genau. Nur das zählt. Es gibt wohl kaum jemanden, der draußen so gut ist wie ich. Niki, wir werden dir noch eine Chance geben, Niki. Hey. Was? Sie geben dir noch mal eine Chance. In 2 Wochen kannst du die Prüfung wiederholen. Sie machen das ausnahmsweise. Sie haben gemerkt, du wärst ein ganz fähiger Polizist, der leider nicht vorbereitet war. Gott sei Dank. Es tut mir leid, ich muss immer gleich so hochgehen. Ich wollte nicht so. Danke. Ich weiß, was ich dir schuldig bin. Ich meine, du hast doch bestimmt ein gutes Wort für mich eingelegt. Ich weiß das zu schätzen. Verrat mir, wieso du unbedingt zu dieser Truppe willst. Weil ich eben einen Job brauche. So viele Chancen habe ich im Moment nicht. Ich kann nicht mal zurück nach Mexiko. Na ja, und Polizist sein, das kann ich wenigstens. Ist daran irgendwas falsch? Nein, wieso? Wenn das wirklich alles ist. Na, was denn sonst? Ganz zerlesen aus. Das habe ich neulich unten im Keller aufgestöbert. Es ist ganz schön alt. Ich dachte, Sie müssen abfahren. Ja, aber wir haben doch zusammen das Interview gemacht. Die Aufnahmen sind leider zu dunkel geworden. Ich wollte dich fragen, ob du es nochmal mit uns machst. Vielleicht morgen draußen. Das geht nicht, weil ich so viel zu tun habe für die Schwestern. Ich habe gar keine Zeit. Schade, aber ich hatte dir doch versprochen, dass du im Fernsehen zu sehen bist. Ich möchte nicht, dass du glaubst, ich hätte mein Versprechen nicht gehalten. Ich möchte ja. Weißt du, ruf doch bei mir an, wenn du denkst, dass es geht. Ach, ich weiß nicht. Buck, was ist denn los? Buck? Schwester Magdalena sucht dich bereits. Mrs. Castillo, bitte verlassen Sie auf der Stelle das Haus. Würden Sie mir erzählen, was Sie ihm gesagt haben? Bitte gehen Sie, Mrs. Castillo. Meine Frau ist seine Patientin, Laura Escher. Ja, ich warte. Dr. Krenzler, danke für Ihr Entgegenkommen. Ja, wegen meiner Frau. Nein, ich würde das lieber persönlich mit ihm besprechen. Können wir einen Termin machen? Nein. Ehrlich gesagt, ich möchte nicht so lange warten. Das geht hier nicht besser, nein. Ich habe sogar das Gefühl, es wird schlimmer. Auf Wiedersehen im California Clan. Morgen zur gewohnten Zeit gibt es eine ganz neue Episode. Also bleiben Sie dran.